Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ja, hier geht's weiter mit der Folge 411 oder ist im Auftrag des Königs. Ich habe es endlich geschafft. Ich bin endlich in der Mitte von diesem spitzen Felsen gekommen. Und da geht's jetzt an der Stelle mal weiter. Und dann gucken wir mal, jo, wie es weitergeht. Geht es hier denn auch? Oh, hier geht's auch weiter. Das Lustige ist, hier geht es einen Weg lang. Und hier geht es einen Weg lang. Warum mache ich immer G? Gehen wir erstmal diesen Weg entlang. Gibt es hier was zu suchen, zu finden? Nein. Aber hier, nee, das ist alles nur Textur, die rausguckt. Aus dem Felsen. Aha. Ah, siehst du, spiralförmig. Habe ich mir schon fast gedacht. Oh, da ist was. Das sieht nach einer seltenen Pflanze aus. Nein, Feldknöterich. Ich meine, so selten ist die nicht. Und das war's? Wo, wie, was? Wo ist wer? Ich weiß, dass ich hier bin. Okay, hier gibt es mir ein bisschen Schutz. Speichere ich mal. So, habe ich denn wieder mal vergessen, meinen Bogen zu verspannen? Verspannen, nein. Ihn einzuspannen. Ja, das immer so sich. Das sind immer so Sachen, ne? So, und wenn wir hier schon dabei sind, kannst du ruhig nochmal auch meinen Ring. So. Wieder an- und ablegen. Jetzt war doch hier wieder irgendwie so ein Geschreie oder so ein heiseres. Ach, da oben! Da oben. Gucken, vielleicht kann ich den ja kriegen. Ah, nee. Die prallen ab, oder? Ja, prallen leider ab. Schade um die Pfeile. Gut, okay. Trotzdem versuche ich nochmal das Ganze im Auge zu behalten. Also wenn ich dann da die andere Seite hochgehe, ja, hier ist ja eh alles blank. War hinter mir was? Ja, Tatsache. Ach, du liebes Lieschen, wie hat er sich denn da wieder? Moment mal, wenn er denn jetzt da dumm zappelt, dann kann ich ihn ja hier... Ah, Mist. Mist. Okay. Ah, nicht kaputt gehen. Oh, geht kaputt. Manu. Ach ja. Also, der hat sich dann sozusagen irgendwo hier aufgehalten. Also, wenn er noch da sein sollte, wenn er von oben irgendwo runtergeflogen ist. Okay, Steinwächter. Oh, ein Steinwächter hat es da oben auch. So, jetzt ist aber hier nichts mehr, oder? Nee. Okay, jetzt gehe ich nochmal den Weg ab. Vielleicht habe ich noch irgendwelche wichtigen Heilkräuter vergessen. Oder wichtigen... Ja, der ist ziemlich weit hinter. Habe ich hier was vergessen? Was? Wegen eines Feldknöterichs bauen die so einen Weg hier? Und bringen mich hier in Todesgefahr? Nicht schön. Hier ist noch ein Giftpfeil, gut. Liegt da noch was? Nee, ja gut, okay, dann geht's mal den anderen Weg lang. Und zwar diesen hier. Vielleicht gibt's da was Besseres. Ich weiß es nicht, liebe Freunde. Weil der Weg ist so schmal. Müsste die Sensitivität von Kräutern oder anderen Sachen hier mal groß genug sein. Komme ich hier jetzt wirklich auf die Spitze? Da ist er. Oh! Da ging es links und ich stürze in die Tiefen der Tiefen. Oh. Aber hat mir nichts gebracht, muss ich trotzdem neu einladen. Gott, da ist wieder einer, ich fasse es nicht. Er kam von irgendwo her, von Obbe oder so. Also die kommen hier runter, fallen hier wie SEK-Einsatzkommandos. Oh Mann, okay, jetzt werde ich mal was futtern. So, und gespeichert habe ich auch. Den Bogen bespannt habe ich auch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Immer schön nach oben gucken. Ist gemein hier.
auf einmal gibt da Klitsche. Ohne Vorwarnung kommen die runtergefallen. Die warnen dich einmal vor, so von wegen, huhu, da ist er. Und dann war es das, oder was? Oh, jetzt muss man mal gucken, was hier noch in der Nähe ist. Konnte ich. Steinwächter ist da unten. Okay, da kann uns nicht gefährlich werden. So, hier war doch so eine gefährliche Stelle. Ist da oben noch was? Da zappelt nix, oder? Nein. Ein Knochenkrieger. Und? Schauen wir mal, ob wir den von hier aus kriegen. Ja. Sehr gut. Ah, da scheint eine Sinke zu sein. Ja. Und tschüss, selber Schuld gehabt. Selber Schuld gehabt. Oh, jetzt ist da hier der Kristallgolem da noch. Okay, das heißt also. Bist du auch so bescheuert oder was? Ja, er ist auch so bescheuert. Mist, ich hätte rüberspringen sollen. Naja, okay, beim nächsten Mal. Aber hier lässt sich rüberspringen. Moment. Obwohl, wenn ich das hier so sehe. Gehen wir erstmal hier hoch, weil das wird ja wohl ein kürzerer Weg sein. Ach so, die Steinwächter sind da. Da oben sind noch Steinwächter. Haha. Mal gucken. Da ist der. Ja, ja. Und die sich wieder an der Endpunkt. Ich darf mich von dem nicht treffen lassen, weil. Sonst fliege ich in die Tiefe. Oh. Und die oben kommen nicht weiter. Schnell speichern. So wie ich das in Erinnerung habe, kann ich die Steinwächter doch eigentlich jetzt ziemlich easy von der Platte putzen hier. Oh! Hat er denn für eine lustige Haltung gehabt? Abwehrhaltung. So, ist das nur einer? Ich höre da noch einen. Oh, Feuerwurzel. Nee. Euer Kraut. Ach, da hinne ist er. Da hinne. Da kommt er nicht weg. Haha. Ja, Jungchen, das ist jetzt blöd, ne? Gucken, kann ich dich denn hier von hier aus? Genau, richtig. Okay, da zerbröselt er, der Steinwächter. Ui, und eine Truhe. Schön. Da fällt mir gerade ein, liebe Freunde, es ist ja bald Weihnachten und eine Idee, vielleicht hat der eine oder andere die Möglichkeit, einen Steinwächterkeks zu basteln oder so eine Art Stutenkerl. Ich weiß nicht, ob ihr euch das bekannt vorkommt. Das ist so ein Hefemännchen mit einer Tonpfeife drauf, ne? Also und das Ding halt eben als Steinwächter, so richtig mit Textur und so. Und dunklere Bereiche vom Hefeteig könnt ihr mit einem Zitronensaft, also mit dem Pinsel könnt ihr das dann sozusagen die Textur aufmalen, weil Zitronensaft unter Hitze dunkler wird. Ja, okay, das halt eben nur, ich wollte jetzt hier keinen Backkurs erzählen, aber die spontane Idee war mir halt eben. Okay, jetzt gucken wir mal. Ach du liebes Bisschen, ist das wieder so eine Überraschungstruhe oder was? Okay. Na. Heute zeigt er mich nicht an. Doch jetzt. Nochmal. Okay. So, hau ab. Ja, habe trockene Lippen bekommen. Okay, das waren wir ein paar Tränkchen dabei. Gucken wir mal, was wir für Tränke haben. Oder? Ja, warten wir erstmal. Das war ja irgendwie ein Trank der Geschwindigkeit. Gucke ich im Schnitt nach. Okay. Hier geht es dann auch nicht weiter. Versteckt sich denn hier noch irgendwie was? Hier war ich ja schon, um diesen Heinz da zu eliminieren. Nee, also.
kräutertechnisch gibt es hier nichts. Und hier auch nicht. Da hinten ist ein Steinwächter. Hier ist ein zerbröselter Steinwächter. Na, also hier die dunklen Stellen. Wunderbar. Sieht eigentlich aus wie ein Kuchenteig. Also wie so ein Teig. Wie so ein Keks. Der da mal zerbröselt ist. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Stelle finden, die schmalspurig genug ist. Ah ja, hier, wo wir rüberspringen können. So, und jump. Jawohl, hat geklappt. So, nachher kommt man natürlich auch noch anderweitig hier hin, aber na gut, eine Heilpflanze, noch eine Heilpflanze. Hier noch eine Heilpflanze. Also da unten gehe ich gleich lang. Mhm. Da ist der. Wieder von oben, diese fiesen Peoples da. Ach, da hinten. Okay. Aufpassen. Enno, ich trinke mal was. Okay, da ist ein Knochenkrieger. Komm ich denn da an den dran? Nein, shit. Ja. Okay. Okay, soll weit schießen, bis er rankommt oder kaputt geht? Nee, irgendwas ist da. Eigentlich hat er sich ein bisschen versteckt. Nee, ich höre den Rebound von meinem Pfeil. Oh, Leute. Diese blöde Hecke da. Okay. Jetzt ist er hin. Okay. Gibt's ja noch einen? Aha, noch eine Truhe. Dämonischer Pfeil, Knochenkrieger. Orkische Talismänner. Oh, vorsichtig. Da ist der. Okay, da kommt hier so. Oh, da sind gleich zwei. Nein, 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 nein. Oh, nein, 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 nein. Oh, hier die Geschichte habe ich noch gar nicht untersucht hier. Oh weia, Popeye, ich habe hier irgendwie keine Chance. So ist denn hier, oh, hier gibt es auch noch, oh, noch mehr von den Leuten. Ja, nee, jetzt habe ich drei von den Freaks da bei mir. Das ist, und dann habe ich noch einen da. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und da falle ich runter, gut, okay, tschüss. So, nachdem ich den ersten Steinwächter da hinten um die Ecke erledigt hatte, habe ich vergessen abzuspeichern. Musste also nochmal hier rüber springen. Hier sind noch die Kräutertjes da. Ja, und im Laufe der Zeit fallen hier plötzlich die ganz anderen Einis hier mir entgegen. Jedenfalls, als ich das wieder wiederholen wollte. Da hinten ist er. Mit dem hatte ich mich ja beschäftigt gehabt. So, mal gucken. Gucken, habe ich hier Deckung so ein bisschen? Ja, das müsste gehen. So. Hatte ich ja eben auch gehabt. Na? Hä? Gucken. Nee. Treffe ich den oder prallt er irgendwo ab wieder? Nee. Okay. Okay, das ist der Knochenkrieger von eben. Halt wieder was ab. Los, noch ein paar Schüsse. Der geht wahrscheinlich auch so ein bisschen aus dem Weg. Der hat sich Deckung gesucht, die... Ne, irgendwas war doch...
Hä? Was glüht denn da so? Wo hat sich denn der Knochenkrieger versteckt, bitte sehr? Ach, das ist eine blöde Anhöhe dort. Okay. Ach, das war Licht. Ich dachte, da wäre irgendwie noch so ein Feuergolem in der Nähe. Wow, okay. Oh, da kann man wieder richtig Kohle mitmachen. Mit dem Kram. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier die Heilpflanzen nochmal wieder kriege. So, und währenddessen ich das hier gemacht habe, kamen dann plötzlich aus dem Nichts, aus dem Gang, auch noch irgendwelche Peoples. Oh, gut. Dann gehen wir jetzt gepflegt, wo wir da hingehen, speichern. Okidoki, dann gucken wir mal. Was... Da ist wieder einer. Da ist wieder einer. Bin auch nicht... Oh, oh. Ja, der macht mich fix alle. Und da ist plötzlich wieder der andere. Habt ihr das gesehen? Das ist doch gemein, oder? So, erstmal gleich mal vorscouten. Ist hier noch einer? Nein. Mist. Wenn ich da jetzt... Will mich ausruhen. Ausruhen und was essen. So, hier rüberfetzen kann ich nicht, will ich nicht. Ist hier unten irgendwas zum Ausruhen? Das ist ein Steinwächter. Nee, oh, Leute. Das vertrackt. So vertrackt. Ja, okay. Oh, und dann kommt noch so ein Golem da an. Nee. Und tschüss. Oh, jetzt habe ich eine Feuerwurzel drum. Ah, ich kann mich nirgendwo verstecken. Gibt es denn hier noch irgendwie eine Versteckung? Da ist der. Okay. Mal gucken, was es hier so gibt. Ja, es wimmelt nur von Steinwächtern. Okay, Leute. Leider, leider, leider wieder hier. Völlig vertappt. Blute alles voll. Ah, war klar. Mann, oh Mann. Andere Strategie wohl machen müssen. Ich muss. Okay, ein paar Feuerstürme hab ich noch. Mal gucken, vielleicht, weil der schon so angesenkt ist oder angedödelt ist, könnte dieser eine Schuss schon mal gleich klappen. Oder Schuss, besser gesagt. Richtig. Wunderbar. Das lasse ich außen vor erstmal. So, da qualmt's dahin. Okay. Dann geht's ja hier noch runter zu den anderen. Da habe ich wieder was vergessen. Okay. Da werde ich mal wieder mal kurz zwischenspeichern, um zu gucken, ob ich mit dem Feuerregen was anrichten kann, wenn da genug Leute sind. So, da ist mein Feuerregen. Jedenfalls sind da Steinwächter, die im Nahkampf gut zu bewältigen sind. Aber ich weiß nicht, was da hinten noch ist. Hier rechts davon. Weil das wäre blöd, jetzt den Feuerregen zu verballern. Okay, nee. Der hat mich schon gewittert. Der bleibt wieder hängen. Gut, dass du da hängen bleibst. Ah, ich will wissen, was da rechts um die Ecke ist. Vorsicht. Da kommt der zweite an. Der kommt natürlich. Der bleibt da auch hängen. Ja, okay. Dann ist ja gut. Wunderbar. Ah, und da ist der Goli-Popoli. Der Kristall-Goli. Da sind noch mehr Kristall-Golis. Golems. Und da kommt natürlich wieder irgendwas. Bloß von wo? Speichern. Was ist das? Na, mal gucken. Vielleicht kriege ich den hier schon mal hochgelockt. Ja, kriege ich. Okay. Okay. Wunderbar. Den haben wir auch schon mal. So, ich glaube, dann kann ich mich ja hier beruhigt mal der Truhe widmen. Irgendwo scheint hier unten was zu sein.
Ach, da. Der da ist es. Ja, okay, dann gucken wir mal. Immer wenn er kurz vorm Ausholen ist, ist ein Steingolem, ein Kristallgolem richtig gut zu schlagen. Schöne Pflanzen. Ach, hier geht sogar runter. Okay, nee, da bleibe ich erstmal hier oben und werde die Truhe. Achso, was war das noch? Eine Feuerwurzel. Die Truhe mal hier knacken. Gut. Okay. Mana-Tränke und Lebenselixiere-Tränke. Ja, ja, dann könnte ich doch schon mal hier weiter inspizieren, was es hier noch so gibt. Ja, hier geht's ja wieder runter. Hier geht's schon wieder runter. Also spiralförmig, rechts, links, oben, unten. Wo kommen wir denn da jetzt lang? Ach, ist das der Weg, den ich vorher mal nicht gegangen bin? Ah, ja. Okay. Hier bin ich ja durch ursprünglich. Also geht's weiter nach oben. Also immer schön nach oben. Und hier lang. Und hier lang. Hier war ja noch nichts. Hier ist noch ein Kristall. Nee, der ist hin. Der ist ja hin. Da war ich ja rübergesprungen. Richtig. Okay, weiter geht's. Richtig. Jetzt kommt da das andere Portal mit der Brücke. Ah, der ist ja wieder. Okay. Wie viel sind's denn? Und wie viel Mana habe ich? Das ist die große Frage. Das dürfte für ein Feuerstürmchen noch reichen. Aber jetzt zieht er erstmal seine Runden. Mann! Damn! Okay, diesmal ein bisschen vorsichtiger, Roland. Gleich hier mal den Feuersturm ziehen. Okay, das sind gleich zwei. Okay, Da ist er. Mann, hat das nichts gebracht, oder wie? Da ist er. Da kommt dann auch noch so ein Kristallgolem hinterher. Oh, wow, wow, wow. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal in Slow Motion. Dann den Feuerregen. Das könnte klappen. Oh, das hat geklappt. Ich freue mich. Der Feuerregen ist langsamer. Ist ja echt lustig. Da hinten ist auch noch einer. Mache ich vielleicht erstmal lieber gucken, ob hier noch was ist. Irgendwas hier noch um die Ecke ist. Nein, speichern. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir den auch noch irgendwie hier ranlocken können. Vielleicht bleibt er irgendwie da hinten hängen. Also an so einem Pfahl. Das hoffe ich ja mal. Oder? Shit. Dieser... Mhm. Okay, pass auf. Kann ich hier nicht hochklettern? Ich kann hier nicht hochklettern. Komme ich dann hier hoch? Da
Das ist doch nicht zu fassen. Klettern hier nicht erlaubt. Tolle Nummer. Die Truhe will ich erstmal später machen. Wie viele sind's denn? Da sind auch wieder zwei. Ah, dann hole ich mir erst die Truhe hier. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach. Okay, haben wir. Was sind das? Steintafel der Lebensenergie 3. Diese Steintafel umgibt eine magische Aura. Okay, das ist doch cool. Damit kann ich bestimmt meine Lebensenergie ein bisschen auffrischen. Gucken wir mal. Wo haben wir denn hier die Steintafeln? War das hier unter Magie? Nein. Dann unter Schriften natürlich hier. Genau. Lebensenergie plus 15. Na, das ist doch klasse. Ja, dann gucken wir mal, wie die beiden hier reagieren. Wenn ich hier zum Beispiel links von der Brücke Kristallko... Oh, da unten wieder. Oh Mann. Vielleicht bleiben die ja hängen. Los! Komme ich mit dem Pfeil schon rüber? Nein. Geh mal hin. Mist. Gucken, vielleicht kommen sie rum. Und bleiben die da stehen. Ja, sonst blieben sie da stehen. Aha. Hm, das bringt mir auch nichts. Die ballern da rum. Und so wie das aussieht, haben wir jetzt drei davon. Oh. Ja, sorry, mein Seufzen. Ja, da muss ich morgen wieder hier mal in Zeitlupe das Ganze machen. So, und dann habe ich meinen Feuerregen. Ich bin sehr weit verletzt. Oh Mann, was bin ich jetzt verletzt? Muss mal eben was essen. Oh! Gerade ausgetrunken und jetzt... Wo kam er denn jetzt wieder her? Ist aber einfach nur an mir vorbei. Mein Gott, habe ich Glück gehabt. Ja, dann auf jeden Fall mal speichern. Geht wohl aber nicht. Nee, jetzt kommt wieder das SEK-Kommando irgendwas. Ich glaub's ja jetzt nicht. Die haben wir ja weg. SEK-Kommando Knochenkrieger hier. Kommen sie wieder von oben und überhaupt. Der ist jetzt runtergefallen, nicht? Was, was, was? Den hab ich ihn jetzt erweckt. Leute, das ist jetzt was ganz Doofes. Leute, jetzt sehe ich gerade eben, dass diese dämonischen Pfeile ja richtig Schaden anrichten können. Ha, 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 ha. Oh, nee. Ich glaub's jetzt nicht, ne? Jetzt kommt da wieder so ein Heinz an. Oh ja. Gehabt. Manometer. Könnte sein, dass einige von euch sagen, ja, wieso hat er denn nicht in Ruhe geguckt? Ja, wie soll ich denn in Ruhe gucken, wie die dämonischen Pfeile fast von Schaden mit die machen bei diesem ganzen Gewirr und Gewahr und SEK-Knochenkrieger hier. Manometerchen. Okay. Auf jeden Fall haben wir da noch zwei. Werde ich mal speichern. Okay, nochmal einen Versuch. Du sollst ausgehen. So, dann werde ich mal vor den dreien oder zweien. Okay.
unten im Dunkel ist auch noch einer. Mensch, die Augen müssen sich mal wieder dran gewöhnen an das Licht. Ja, Leute. Wer weiß, was das war? Wer war das? Der war hinter mir oder sowas, ne? Ja, liebe Freunde, an der Stelle, ich muss mir mal überlegen, hier liege ich neben den Pilzen. Ja, sorry, komm hier nicht weiter. Vielleicht am nächsten Tag mit frischer Energie schaffe ich es dann mal. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten, verfolgt mich. Auch wieder auf Odyssey, dazu ist zu sagen, dass auf YouTube immer terminlich die meine Let's Plays zu sehen sind und auf Odyssey schon früher. Das heißt also, wenn ihr jetzt erst auf YouTube seht, so von wegen gehe ich mal auf Odyssey drauf, oder ist ja die nächste Folge schon. Also, ne, vielleicht reiht ihr euch da mit unter die Zuschauer und es wird mich nämlich freuen, weil ab nächstes Jahr ändert sich bei mir was, wird sich was ändern, aber da gibt es später mehr von. Ich bedanke mich und mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.